Discord-Member bekommen ist die eine Sache. Sie aber zu behalten und eine aktive Community zu bekommen, ist aber die andere Sache und meiner Meinung nach auch etwas viel Schwierigeres. Deshalb werde ich euch heute in diesem Tutorial zeigen, wie ihr euren Discord-Server verschönert und besser strukturiert. Ich werde dabei wirklich auf alles eingehen, von der Serverstruktur bis hin zum Design der einzelnen Kanäle. Wird hier wirklich nichts ausgelassen. Dieses Tutorial richtet sich vor allem an Discord-Server, die Probleme mit inaktiven Usern haben oder allgemein gar kein Konzept haben, wie sie den Server aufbauen sollen. Falls euch das Video gefallen sollte und ihr dieses Format auch in Zukunft unterstützen wollt, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Es ist wirklich komplett kostenlos und ihr könnt jederzeit deabonnieren, wenn euch mein Content nicht mehr gefallen sollte. Und jetzt würde ich sagen, Abfahrt! Erstmal am Anfang die Basics. Euer Server sollte einen cleanen Aufbau haben, also es sollte oben am besten einen Platz für einen Member-Account haben, damit die Mitglieder des Servers eine klare Übersicht haben, wie es denn so aussieht. Den Member-Account eines Servers könnt ihr ganz einfach über einen Bot aktualisieren lassen. Er versucht ja einfach den Member-Account-Bot auf top.gg. Ihr könnt ihn dort einfach auf euren Server inviten und ihn dann ziemlich einfach einrichten. Weiter unten sollte ein allgemeiner Bereich sein, bei dem die Mitglieder eine klare Übersicht haben. Über vielleicht auch über Level-Benachrichtigungen, eventuell kann und News von Partnern macht. Weiter unten Sprachkanäle mit einbauen. Das ist am besten, macht ihr sehr viele ausführliche Chats. Das ist dann besser, wenn es bloß sehr wenige gibt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, es gibt einen Chat für Memes, einen Chat für Global oder einen Chat für eine Spielersuche. Aber auch, man muss auch an sowas denken, wie zum Beispiel einen Chat, in dem man Bot-Commands einfügen kann, weil das ja auch ziemlich lästig ist, wenn das in den globalen Chat geschrieben wird. Voice-Chat ist auch klar, vielleicht ein Radioraum mit einem Radio-Bot, mehrere Talks, ein Musik-Talk. Was auch noch wichtig sein könnte, ist ein Support-Bereich. Da könnte man jetzt einfach einen Ticket-Support machen, also per Ticket einen Support-Raum einrichten, oder man macht auch noch zusätzlich einen Voice-Support, also man gibt Leuten auf dem Discord einen Supporter-Rang und die können dann im Warteraum anderen Leuten weiterhelfen. Ganz kurzer Crashkurs, wie ihr das Ticketsystem auf euren Server einrichtet. Ihr geht in den Browser, ihr geht einfach auf tickettool.xyz. Dann meldet ihr den Server aus, auf dem ihr den Bot raufbekommen wollt. Dann geht ihr ihn erneut auf die Seite, klickt auf Manage Servers, klickt dann auf euren Server. Dann geht ihr hier einfach auf Panel Configs, stellt ein neues Panel. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und jetzt legt ihr die Rollen aller eurer Teammitglieder fest. Als letztes wählt ihr dann einfach nur noch den Chat aus, in dem das Ticketsystem drin sein soll. Jetzt können wir zum Discord umsetzen gehen, in den Support Chat und sehen hier jetzt diese Nachricht. Jetzt klickt man hier einfach auf diese Reaktion und öffnet sich ein Ticket, das wir dann bearbeiten können. So einfach geht das Ticketsystem. Wenn ihr noch andere Fragen habt, dann zieht euch dafür ein anderes Tutorial rein. Da gibt es wirklich extrem viel dazu. Und ganz wichtig, das solltet ihr eigentlich auch nicht vergessen, weil es viele immer vergessen, ihr braucht einen AFK-Bereich. Das nervt, wenn Leute irgendwo AFK sind. Also stellt einfach hier in den Server-Einstellungen bei Inaktivitätskanal auf den AFK-Kanal und wählt hier dann eine Zeit aus. Damit timen die Leute aus und ihr habt keine inaktiven User, die irgendwie... Der vierte Punkt ist das äußere Design der Kanäle. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund. Man kann zum Beispiel viele coole Muster oder Emojis in den Server einfügen. Hier zum Beispiel ein Kanal. Da werden Memes reingepostet, was ziemlich cool ist. Und ja, ist einfach immer wieder cool, wenn man sich's anguckt. Jetzt fragt euch, wie das Ganze geht. Denn, wie viele vielleicht wissen, kann man in diese Kanäle keine Emojis einfügen. Auch wenn ich hier über Discord irgendwelche Emojis einfüge, werden die hier nur mit ihrer ID bezeichnet. Schauen Sie sich viele, wie das Ganze geht. Ich sage euch, es gibt eine ganz einfache Methode. Willkommen hier mal auf meinem wunderschönen Desktop. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Und zwar geht ihr dafür auf die Internetseite, die ich euch verlinke. Das ist kata-strufal.de. Und dort findet ihr sämtliche Schriftarten und Schriftzeichen zum Kopieren. Also hier weiter unten die ganzen Emojis. Und wenn wir jetzt hier einfach mal irgendeinen nehmen, den markieren wir uns einfach mal, kopieren ihn mit STRG C, können wir ihn
Hier bei den TTS-Nachrichten einfügen. Gut sieht man das hier nicht so stark. Dasselbe kann man dann quasi hier mit diesen Symbolen machen. Ja, ich habe hier zum Beispiel für meinen Server diese Symbole hier genommen. Könnt ihr genauso nehmen. Oder ihr könnt hier zum Beispiel, wie jetzt auf diesem Server hier, so Klammern benutzen. Sieht auch ziemlich cool noch aus. Oder ihr macht es so geordnet, wie auf diesem Server hier, dass es hier sehr gute Trennstriche gibt, dass meiner Meinung nach auch nochmal ziemlich clean aussieht. Kommen jetzt zum Nummer 2. Und zwar sind es die speziellen Kanäle, die man nicht vergessen sollte und die jeder Server eigentlich braucht, egal in welchem Bereich er tätig ist. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen, und zwar zum Beispiel ein Chat, den man Fragen stellen kann an andere User oder an Supporter, ein AFK-Bereich und ein Regelwerk. Er fragt euch, wozu ein Regelwerk? Weil naja, die meisten Leute sehen sich das ganz ähnlich an. Das Problem ist, wenn ihr mehrere User bekommt, kommt es öfter vor, dass die Leute irgendwelchen Müll reinschreiben. Dann könnt ihr einfach auf die Regeln verweisen und habt dann ganz klar eine Absicherung, damit kein Müll in den Chat geschrieben wird. Eventuell könnt ihr da noch einen Level-Chat mit einbauen, mit dem aktive User belohnt werden. Dadurch steigt ihr die Aktivität. Zum Beispiel bekommt man ab einem bestimmten Level irgendeinen bestimmten Rang. Oder auf eurem Lieblings-Minecraft-Server kann man da was gewinnen. Ist eigentlich komplett egal, aber solche Level steigern die Aktivität, sodass der User freiwillig aktiver in den Textkanälen wird. Wichtig ist auch noch ein Teambereich, bei dem die Teamler sich organisieren können. Das Team ist ja sehr wichtig auf Discord, damit der Server geregelt und richtig läuft, damit auch im Chat alles clean bleibt und so weiter. Diesen Bereich, den solltet ihr für andere User nicht zugänglich machen, also am besten sollen die den gar nicht sehen. Aber für euer Team ist es halt zur Organisation da, vielleicht auch noch ein Besprechungsraum, einer für Commands, einer für Reports, eine Konsole. Ein Log-Channel ist nämlich dann auch ganz wichtig. Hier kann man dann zum Beispiel sehen, warum jemand zum Beispiel gemutet wurde, wann jemand irgendeinen Sprachkanal. Damit kann man auch seine eigenen Teammitglieder ein bisschen überwachen, ob die keinen Müll machen. Kommen wir jetzt zum Design der Kanäle. Ihr seht hier zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel hier das Regelwerk und dann ist hier so ein Banner als Titel und dann kommen hier sehr schön formatiert die Chatregeln. Fragt euch wahrscheinlich, wie ihr das nachmachen könnt. Viele wissen es wahrscheinlich nicht. Deshalb werde ich das Ganze jetzt mit euch Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Ihr geht in den Internetbrowser auf textcraft.net. Hier kommt ihr dann auf diese Seite oder auf dieses Overlay. Und hier könnt ihr jetzt diesen Banner, sag ich mal, so ungefähr nachmachen. Das geht wirklich komplett unaufwendig. Und ihr könnt es in unter einer Minute locker hinbekommen. Also ich mache jetzt das hier mal nach, zum Beispiel für Regelwerk. Hier auf Create und ihr seht ihr schon, wird der Text hier umbenannt. Dann könnt ihr hier noch zweite Zahlen hinzufügen, hier auch nochmal die Farbe festlegen. Jetzt zum Beispiel von meinem Server Splave Unity. Könnte man jetzt hier noch drunter schreiben. Kann hier noch die Schriftart festlegen. Ich finde, die hier sieht eigentlich ziemlich cool schon aus. Könnt ihr jetzt hier noch reinmachen. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Hier oben kann man auch nochmal die Schriftart ändern. Sie mal online so ein bisschen durchprobieren, was man so besser findet. Hier kann man auch den Inhalt, also die Muster, ändern, die das Ganze hat. Ich finde hier jetzt zum Beispiel sowas nochmal ziemlich geil. Hier nochmal, wie groß die Datei ist. Ich empfehle euch allgemein was ziemlich Großes, damit es halt nicht so verpixelt aussieht. Hier auch noch die Umrandung. Hier würde ich auch was Größeres reinmachen, weil es kommt immer darauf an, wie Discord eingestellt ist, ob es jetzt ein weißer Hintergrund ist oder ein schwarzer. Das sieht man manchmal ein paar Sachen nicht so gut, deshalb nehmt eigentlich immer standardmäßig das hier. Genau. Und wenn ich das Ganze jetzt haben möchte, klicke ich hier ganz einfach auf Download, kommt hier ein kurzer Werbespot und ich bekomme es jetzt hier in meinen Download-Ordner rein. Dann kann ich jetzt einfach auf die Splave Unity gehen, in den Kanal, wo ich das Ganze reinhaben will. Ich habe jetzt hier schon den Regelwerk-Kanal. Ich werde jetzt hier einfach die Datei senden. Und schon sehen wir, haben wir so einen schicken Banner. Der sieht natürlich nicht so cool aus, sondern macht das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher und ersetzt diese langen Überschriften, die man so eh nicht so gut formatieren kann. Jetzt kann ich dann hier noch so Unterpunkte machen. Ihr fragt euch, wie das jetzt hier geht. Also ganz einfach, fett schreiben kann ich mit zwei Sternchen am Anfang und am Ende. Also hier zum Beispiel Hallo, dann nochmal zwei Sternchen, habe ich diesen Effekt. Weil ich diesen Strich am Rand haben will, den man von den Erwähnungen kennt oder von den Zitaten. Einfach dieses Zeichen hier rein, dann mache ich ein Leerzeichen und ihr seht, das wandelt sich automatisch hier so um und dann kann ich hier auch irgendwas reinschreiben.
Und jetzt ist es so geschrieben. Jetzt zum Beispiel hier noch in den Regeln könnte man hier noch mit so ein paar Paragraphen das Ganze verschönern. Ich finde aber, dass es so schon ziemlich cool aussieht. Und das kann man wirklich überall machen, also auch im Regelwerk, im Verifizieren-Kanal. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Und zwar ist das Konzept. Denn meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Discord-Server ein bestimmtes Konzept verfolgt. Es bringt nichts, wenn man irgendwie einen Discord-Server hat, aber keiner weiß wirklich, für was er da ist. Der Server sollte auch einen Zweck haben. Und so einfach zocken Server reicht eigentlich heutzutage nicht mehr aus, um einen erfolgreichen Server aufzumachen. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel der Community-Server von meinen YouTube-Videos. Wenn man ein Minecraft-Netzwerk hat, ist das Ganze so, dass man einen Discord-Server zu einem Minecraft-Netzwerk aufmachen kann. Man kann theoretisch auch einen Discord-Server speziell für Memes oder Sprüche aufmachen. Das kommt auch noch gut an, aber einfach so Gaming, das zieht nicht mehr. Also es ist wichtig, dass ihr euch ein Konzept überlegt für euren Server und ihr müsst auch den User darauf aufmerksam machen, welches Konzept euer Server hat. Das nächste habe ich euch schon so ein bisschen angesprochen, und das ist Community-Aktivität. Denn eure User müssen auch einen Grund haben, warum sie aktiv sind. Zum Beispiel durch regelmäßige Giveaways. Da kann ich zum Beispiel bloß den Giveaway-Bot empfehlen, mit dem ihr das super easy und super schnell einrichten könnt. Das ist da auch wirklich gar kein Thema. Könnt ihr euch komplett kostenlos auf top.gg runterladen, gebt einfach nur Giveaway an und ja. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, der ist nicht so leicht zu erfüllen. Und das sind das eigene Bots. Hier zum Beispiel ist aber Gamerzone, der hat. Wir haben hier einheitliche Bots. Und da müsst ihr schon zugeben, das sieht ziemlich cool aus. Vor allem auch noch mit diesen Profilbildern. Was man so bei diesen Default-Bots nicht machen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eigene Bots erstellt, dann könnt ihr euch gerne eines der letzten Videos, die ich hochgeladen habe, angucken. Da zeige ich euch, wie ihr komplett ohne Programmierkenntnisse einen Bot selber erstellen könnt. Kommen wir jetzt zu den Self-Roles. Self-Roles sind eine ziemlich coole Möglichkeit, um die User auf seinem Server in verschiedene Gruppen einzuteilen. Auf meinem Server ist es so beim Verifizieren-Kanal. Wenn ich hier auf den Server join, kann ich mich hier verifizieren, wie alt ich bin, auf welchen Plattformen ich spiele und ob ich die Musik-DJ-Funktion auf dem Server nutzen möchte. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, sieht das Ganze circa so aus. Ich habe hier unter Plattform meine ganze Plattform, auf der ich spiele, bei den Games die Games, beim Alt und beim Alte das Alter. Dadurch kann ich zum Beispiel spezielle Kanäle machen, in denen ich spezielle User dann einfach reinlasse. Das ist hier zum Beispiel auch gemacht, dass man ziemlich viele Rollen festlegen kann, von Plattformen bis hin zu Games oder über die Herkunft. Das ist ziemlich cool, da findet man nämlich dann immer die passende Person zum Zocken. Ja, und der letzte Punkt mag für ein paar komisch klingen. Und zwar ist es der Trash-Chat. Bei mir auf meinem Server gibt es zum Beispiel einen Trash-Chat, bei dem wird eigentlich nichts Nützliches reingeschrieben, aber man kann sich auch mal austoben, denn Discord ist auch manchmal dafür da, dass man einfach nur rumspammt. Deshalb sind Trash-Chats eigentlich schon eine ziemlich praktische Sache. Damit verhindert ihr, dass damit eure normalen Chats, die eigentlich für was Produktives gedacht sind, zugemüllt werden, sondern ihr habt halt diesen Chat hier. Das bringt euch wirklich was und in diesem Chat hier ist zum Beispiel auch Spamming erlaubt und es hat eine ziemlich coole Möglichkeit, das Ganze so zu machen. Das war's jetzt mit diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne meinem Discord-Server joinen. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es eine relativ aktive Community. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.